Guten Abend. Ich kann sagen, dass natürlich, wenn beide Mannschaft oder die Mannschaft, wir stehen da im Keller und wartet da so ein Spiel, wo hier die Tore ohne Ende kann passieren, das ist auch vielleicht nicht der Fall, soll sein. Beide Mannschaft hat was natürlich vorgenommen. Ja, eine war mit emotional zu Hause, wollte unbedingt da dominanter sein. Wir ein bisschen so nicht ängstlich, sondern so auf unsere Sache gekümmert, Gegenballarbeit, ein bisschen die Räume eng machen, dass die echt attraktive Leute, was bei Stuttgart gibt es natürlich von außen, da ein bisschen die Räume nicht kriegen. Man kann sagen, das war gut oder nicht. Ein paar Mal das geklappt, einmal nicht. Und dann natürlich nach dem 0-1 musst du reagieren. Wir haben das gezeigt, wir haben Charakter gezeigt, wir haben auch was geändert. Wir haben eben 1-1 gemacht zum Schluss. Latte oder auch andere Seite, das auch eine Riesenchance für Stuttgart. Zum Schluss insgesamt, wir können das natürlich zufrieden sein mit einem Punkt. Und ich glaube, das ist auch berechtigt. Über Elfmetersituation, ich habe nie einmal das korrigiert oder da kritisiert, diese Sache. So ist Fußball leider immer tut weh, wenn solche Vereine oder Mannschaften kriegen Fehlentscheidungen von Schiedsrichter, wenn Kellerduell ist und dann natürlich kann was da Besonderes sein. Aber nochmal, das ist Fußball und gehört dazu, die Fehler. Leider sollte so passiert. Vielleicht nächstes Mal besser für uns, aber nochmal grundsätzlich mit einem Punkt, wir sind hochzufrieden und schauen wir auf die zwei Spiele, was kommt und versuchen wir viel wie möglich die Punkte einsammeln und unsere Tabellensituation verbessern. Ich glaube, das nicht selbstverständlich soll sein, dass im Stuttgart sofort musst du ab erste Minute dominante Mannschaft sein. Wir haben keine Angst gehabt, aber Respekt schon und auf diesem Grund, wir haben Gegenball versuchen richtig da stehen und die Räume zu machen und da genauso mit Geduld Fußball gespielt. Spielen. Und haben wir das gemacht? Nochmal, einmal, zweimal hat nicht geklappt, aber das bedeutet nicht, dass wir haben da was, welche raus von unserem Plan und so weiter. Ab der Zeit, wo wir haben im Rückstand gestanden, da mussten wir was reagiert, haben wir das getan, haben wir 1-1 gespielt und darüber, wir sind stolz und zufrieden.